Mein Name ist Michaela Riberitsch. Ich unterrichte an der NMS Rosenthal in Eisenstadt Physik, Mathematik, Chemie und Kroatisch. Wir haben momentan ein Projekt gestartet, das zur Verbesserung der Schülerleistung mithelfen soll. Und zwar heißt dieses Projekt Offenes Lernen. Das heißt, es wird fächerübergreifend unterrichtet. Der Schüler muss ein Lernziel erreichen. Es gibt einen Pflichtteil, einen Wahlteil und einen Zusatzteil. Das bedeutet, die Schüler, die nicht so gut sind, quasi die schwächeren Schüler, erfüllen den Pflichtteil. Das heißt, wir möchten die Individualisierung fördern und die Schüler dort abholen, wo sie gerade sind. Die Leistungen sollen verbessert werden und die Schüler, die schon schneller arbeiten, die sind für den Wahlteil und für den Zusatzteil dürfen sich diese auswählen. Und das bedeutet, es findet eine Differenzierung statt und die Schüler arbeiten selbstständig in ihrem Lerntempo, so wie sie es gerade schaffen. Die Lehrer untereinander haben die Möglichkeit, sich auch bei diesem offenen Lernen zu hospitieren. Danke.